Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sirje und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lost Odyssey. Im letzten Part haben wir sehr viele traurige Kurzgeschichten gehört, die keinem an die Vergangenheit erinnert haben. Und wir sind zu Gongoras Anwesen aufgebrochen und haben den Auftrag erhalten. Auch den Auftrag erhalten, auf Seth Belmo aufzupassen. Die war eine ehemalige Piratin und scheint dem Gongora sehr suspekt zu sein. Jensen, der Bote von Gongora, soll uns ebenfalls begleiten. Wir sollen jetzt zum großen Tor gehen, denn da werden wir jetzt erwartet. Wir können entweder das Taxi nehmen, was scheinbar aber aktuell noch nicht funktioniert. Haben wir das öfter probiert. Oder wir nehmen die Bahn. Ich glaube, wir machen es oldschool, wir nehmen einfach diese einen Schienenbahn und dann passt das schon. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück backtracken. Warte, du bist doch ein Taxi, oder nicht? Nee. Ja, voll witzig und so. Lach mich aus, dass ich den Weg wieder nicht kenne, ne? Richtig. Ich liebe dich auch. Du blöd, Mann. Zentralbahnhof. Ich glaube, hier sind wir richtig. Falls euch aufgefallen ist, in der ersten Part von Lost Odyssey hatte ich ganz unten so ganz kleine schwarze Ränder, die habe ich jetzt beseitigen können. Sehr schön. Indem ich in Spieleinstellungen die Seitenverhältnisse geändert habe. Ja, das habe ich gemacht. Sag mal, wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Schrecklich! Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Mann, das nervt, ihr Lieben. Das nervt. Das nervt richtig extrem. Ich will doch nur hier zurück. Oh, direkt der nächste traurige Traum. Ernsthaft? Weißt du was? Mein Vater arbeitet in einer Produktionsfirma. Er ist da der Chef vor allem. Ich bin eigentlich von gar nichts der Chef. Aber ich bin froh, dass sie so stolz auf mich ist. Alles, was ich mache, tue ich für sie. Ach, das sagt er. Ich dachte, das ist doch das Mädchen. Weil die so lieb guckt. Oh, nee. Okay. Ignoriert die Synchro, bitte. Der hat halt so eine Stimme. So eine piepsende Mädchenstimme. Keim stößt auf eine Erinnerung. Ja, Leute, wird wieder gelesen. Wie gesagt, am Anfang ist es sehr oft. Später wird es sehr selten. Warum wurden eigentlich keine Erinnerungen gelöscht? Ich kann sich auch nicht an den Zauber von Gongora erinnern. Das ist alles ein bisschen suspekt. Wird aber später nur erklärt. Gott, was ist das für eine gruselige Musik. Die kleine Lügnerin. Jeder auf dem Markt hasst das kleine Mädchen. Sie ist noch kein 10 Jahre alt und hat noch nichts von der Unschuld der Kindheit verloren. Und doch wird er von den Erwachsenen, die auf dem Markt ihre Stände haben, nur offenes Misstrauen entgegengebracht. Der Grund dafür ist einfach. Sie erzählt immer nur Lügen. Weiblich Pinocchio also. Hey Duda, ich habe gerade einen Dieb in dein Haus schleichen sehen. Pass auf. Da ist gerade alles in den Regalen heruntergefallen. Hey, hört mal, Leute. Habt ihr gehört, was der Reisende gesagt hat? Banditen wollen den Markt überfallen. Selbst die harmlosen kleinen Lügen können wütend machen, wenn sie oft genug wiederholt werden. Und die Marktleute sind bald mit ihrer Geduld am Ende. Du sollst dich ebenfalls von ihr in Acht nehmen, wird keinem von den Gemüsehändlerinnen gewarnt. Hier fällt keiner mehr auf ihre Lügen rein. Deshalb hält sie immer noch Neuankömmlingen oder fremden Ausschau. Jemand wie du, das ist das perfekte Opfer für sie. Da könnte sie recht haben. Keim ist neu in der Stadt. Er ist vor ein paar Tagen hier angekommen und hat heute seinen ersten Arbeitstag auf dem Markt. Wie, Keim hat auf dem Markt gearbeitet? Ich dachte, er wäre Söldner. Gut, vielleicht zum Überwachen, ne? Was machen denn ihre Eltern? Fragt Keim, während er das Gemüse ablehnt. Die Frau schaut ihn finster an, schüttelt dann seufzt den Kopf. Sie hat keine Eltern mehr. Sind sie gestorben? Die Mutter, ja. So vor 4 oder 5 Jahren. Sie war eine gesunde junge Frau, die nie auch nur eine Kälte vor ihrem Leben hatte. Und dann ist sie auf einmal zusammengebrochen und war tot. Was mit dem Vater? Wieder stößt sie einen tiefen Seufzer aus und sagt, er ist in die Stadt gegangen, um Arbeit zu finden.
Die Eltern hatten einen kleinen Stand auf dem Markt, aber eigentlich kümmerte sich die Mutter allein um den Ein- und Verkauf der vielen Waren. Als sie starb, ging es mit dem Stand schnell bergab, bis ihn schließlich jemand anderes übernahm. Der Vater machte sich dann auf der Suche nach einer gut bezahlten Arbeit in die ferne Hauptstadt auf und irgendwann die Schulden der Familie abbezahlen zu können. Er versprach, in 6 Monaten wieder da zu sein. Aber jetzt ist es schon ein ganzes Jahr fort. Hin und wieder schrieb er ein paar Briefe mit seinem Freund, den Schneider. Aber auch das hörte irgendwann auf. Natürlich ist es sehr traurig, wenn ein kleines Mädchen so lange darauf wartet, dass ihr Vater endlich nach Hause kommt. Aber trotzdem. Das Mädchen schläft jetzt in einer Ecke des gemeinschaftlich genutzten Lagerhauses. Der Marktleute. Wir waren uns alle einig, uns um sie zu kümmern, als eine Art Ersatzeltern, bis ihr Vater wieder nach Hause kommt. Das ist keinesfalls überraschend für Kai. Aus eigener Erfahrung weiß er, dass die Leute auf dem Markt hier nicht bloß diese gutmütige, einfache Frau trotz ihrer begrenzten Mittel großzügig und gutherzig sind. Ansonsten hätten sie einen Fremden wie ihm wohl kaum Arbeit gegeben. Doch schon lange, bevor die ersten 6 Monate um waren, hatten wir es alle gründlich satt mit der Kleinen. Als ihre Mutter noch lebte, war sie ein ganz normales, liebes Mädchen. Aber die Erlebnisse müssen sie sehr mitgenommen haben. Von lieb und nett kann keine Rede mehr sein. Natürlich tut sie uns allen sehr leid. Wir kümmern uns ja auch um sie, versorgen sie mit Essen und alten Kleidern. So gammeligen alten Kleidern, die keiner mehr haben will. Alle so zerrissen und so. Was? Aber so wie sie uns alle pausenlos belügt, mag sie keiner mehr sehen. Warum versteht sie das nicht? Wahrscheinlich ist sie einfach einsam. Glaubst du nicht? Mit einem bitteren Lächeln auf den Lippen zuckt die Frau mit den Schultern. Genug gequasselt für heute. Jetzt wird gearbeitet. Sagt sie forsch und geht zurück in den Laden. Kalm sortiert gerade vom Laden das Gemüse. Ist er eben abgelandet, als er hinter sich eine zarte Stimme hört. Hallo. Du bist neu hier, oder? Es ist das Mädchen. Ja. Du bist nicht aus der Stadt, oder? Nein, bin ich nicht. Wohnst du da oben, solange du hier arbeitest? Wenigstens für eine Weile, ja. Hoffe ich zumindest. Ich werde dir ein Geheimnis verraten. Okay. Und schon fängt es an. Okay. Sagt Keim, ohne seine Arbeit zu unterbrechen. Hier auf dem Markt treibt ein Geist sein Unwesen. Die Leute sagen das natürlich niemandem, weil es ja schlecht fürs Geschäft wäre. Aber es stimmt. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ach, tatsächlich? Antwortet Kai mit gespielter Überraschung. Wie mit gespielter Überraschung? Am Ende ist es doch wahr. Wer weiß. Er beschließt, das Spiel mitzuspielen und sie nicht für ihre Lüge zu rügen. In seinem endlos langen Leben sind schon unzählige Kinder untergekommen, die ihre Eltern verloren hatten oder von ihren im Stich gelassen wurden. Die Traurigkeit und Einsamkeit dieser Kinder, die in der großen, weiten Welt alleine sind, ist genau das, was keinem selbst empfindet, wenn er im unendlichen Lauf der Zeit seinen ewigen Lebensweg dahin sieht. Was ist denn für ein Geist? Eine Frau. Und ich weiß auch, wer sie ist. Es ist der Geist deiner Mutter, die ihr Kind verloren hat, sagt sie. Ihr kleines Mädchen, ihr einziges Kind, sei einer solch zu Opfer gefallen. Im Mann von Schmerz und Trauer habe die Mutter beschlossen zu sterben. Und jetzt suche der Geist Nacht für Nacht auf dem Markt nach ihrer Tochter. Die arme Frau. Wer sagt das jetzt? Ich weiß wieder nicht, wer es sagt. Ich glaube, das sagt das Girl. Die arme Frau, sie hat sich selbst umgebracht, um mit ihrer Tochter zusammen zu sein. Aber in einer anderen Welt kann sie nicht finden. Also hält sie hier nach ihr Ausschau und ruft. Wo bist du? Komm schnell zu Mami.
Komm mit in die andere Welt! Das Mädchen ist froh und ernst, während es seine Geschichte erzählt. Ist das nicht traurig? Fragt sie Keim. Sie hat sogar Tränen in den Augen und genau daran erkennt Keim, dass sie lügt. In den Tränen? Selbst wenn die Frau ihn nicht gewarnt hätte, wüsste er aufgrund der Dinge, die sie ihm über das Mädchen erzählt hat, dass dies eine Lüge ist. Sorgfältig arrangiert Keim die Weintrauben in eine Kiste und fragt das Mädchen: Warum glaubst du, kann die Mutter ihre Tochter nicht finden? Was? Das Mädchen starrt ihn verwundert an. Naja, erklärt er. Das Mädchen ist nicht im Jenseits. Und in dieser Welt ist es auch nicht. Wo ist sie dann? Keim will das Mädchen nicht ins Kreuzfeuer nehmen. Aber er glaubt, dass es jemand, der nur so lügt, viel leichter hat, wenn die Lüge als das erkennt, was sie ist. Die Einsamkeit eines Mädchens, das seine Mutter verloren hat, von seinem Vater verlassen wurde, kann nicht aus einer kleinen Lüge, sondern muss aus einer ganzen, fortwährenden Lügengeschichte bestehen. Jetzt, wo du das sagst, meint das Mädchen lächelnd. Stimmt, wo ist denn das Mädchen? Keim überlegt kurz, ob er auf das Mädchen zeigen soll und sagt: Genau hier. Aber da redet er es doch schon weiter. Das ist das erste Mal, dass mich jemand gefragt hat. Du bist irgendwie anders. Ich frage mich, nein. Stimmt, du bist anders, Bart, die Kleine. Wir können bestimmt Freunde werden. Und ihr Lächeln wird zu einem breiten Grinsen. Keim erwidert ihr Lächeln und sagt aber nichts. Genau in diesem Moment hören sie die Gemüsehändlerin aus dem Laden kommen und das Mädchen rennt davon. Doch bevor es um die Ecke läuft und in den Gas verschwindet, winkt es Keim kurz so, als ob es sagen wollte: Bis bald. Zum ersten Mal erkennt er, dass im Gesicht des Mädchens nur allzu erwachsen daherredet, ein Anflug der Kindlichkeit, die tatsächlich ihrem Alter entspricht. Seitdem besucht das Mädchen Keim regelmäßig, immer dann, wenn die Gemüsehändlerin gerade nicht da ist, und tischt ihm eine Lüge nach der anderen auf. Gestern Abend habe ich mit meiner Mutter Kekse gebacken. Ich wollte ihr auch welche mitbringen, aber habe sie selbst aufgegessen, weil sie so lecker waren. Als ich nur ein Baby war, bin ich von Banditen entführt worden. Aber dann kam mein Vater und hat sie verprügelt. Mir ist nichts passiert. Mein Haus ist nicht das große Weiße am Fuß des Berges. Du bist neu und kennst es wahrscheinlich nicht. Es ist das Größte und Schönste der Stadt. Du hast keine Familie, du bist allein, armer Keim. Ich wünschte, ich könnte dir ein wenig von meinem Glück abgeben. All ihre Lügen springen ihrer Verzweiflung. Es sind traurige und einsame Lügen, die sie den Marktleuten nie erzählen könnte, weil sie ihre wahre Geschichte kennen. Am Ende eines jeden Gesprächs mit Keim legt sie ihren Finger auf die Lippen und sagt: Das ist unser kleines Geheimnis. Verrat bloß nicht der Gemüsehändlerin davon. Natürlich erzählt Keim niemand von ihren Lügen. Falls er mal in eine Situation kommt, der Marktleute schlecht von dem Mädchen reden, stiert er sich leise davon. Lügen sind schon echt ein seltsames Phänomen, wenn sie nehmen erst Gestalt an, wenn sie jemand anhört, der ihnen Glauben schenkt. Und nicht, wenn sie einfach nur erzählt werden. Eine Person, die allein ist, kann gar nicht von jemandem reden. Das gleiche gilt auch für Lügen. Weil sie jemanden hat, dem sie Lügen erzählen kann, versinkt sie nicht in totaler Einsamkeit. Und um diese kleine, traurige Glück zu schützen, übernimmt Keim widerstandslos die Rolle ihres Zuhörers. Eines Tages, als das Mädchen wieder einmal zu Keim kommt, achtet es besonders darauf, dass es von den Gemüsehändlerinnen oder von anderen Ladenbesitzern nicht gesehen wird. Sag mal, Keim, hast du vor, lange Zeit hier zu bleiben? Nein, sagt der Keim und lädt weiter das Obst und Gemüse ab. Du gehst also, wenn du genügend Geld zusammen hast? Wahrscheinlich. Aber du hast noch nicht genug. Ich arbeite daran, meinte und lächelte das Mädchen müde an. Das ist eine Notlüge. Er besitzt bereits genügend Geld für seine weitere Reise. Außerdem hat er momentan einen Job nicht angenommen, weil er das Geld so dringend braucht. Er ist hier, weil er noch nicht weiß, wohin er als nächstes gehen soll. Denn eine Reise ohne Ziel wird zur unendlichen Qual.
weiser Mann hat einmal gesagt, dass Leben ohne Träume und Ziele kein wahres Leben ist. Doch Träume und Ziele sind gerade deshalb so wichtige Wegweiser, weil das Leben begrenzt ist. Was aber sollen die Träume und Ziele von jemandem sein, der ein Leben führen muss, das kein Ende hat? Keines Lebensreise darf nicht überstürzt werden. Außerdem kann sie gar nicht überstürzt werden. Vielleicht sollte man diese Ziellose in den Tag hineinnehmen, gar nicht erst als Reise bezeichnen. Wenn ich du wäre, sagt das Mädchen, würde ich von hier verschwinden, sobald ich nötig Geld hätte, um 2 oder 3 Tage zu überleben. Keim antwortet mit einem stummen, bitteren Lächeln. Wie würde die Kleine reagieren, wenn Keim ihr sagen würde, dass er wegen ihr hier bleibt? Momentan besteht der Sinn meines Lebens darin, ein Zuhörer für deine Lügen zu sein. Als ihm diese Worte in den Sinn kommen, Worte, die er ihr niemals sagen kann, sieht sich das Mädchen verstohlen um und sagt leise, fast flüstern. Wenn du weit raus willst, weiß ich, wie du es anstellen kannst. Wie ich es anstellen kann? Schleich dich in den Laden des Schneiders und stiehl sein Geld. Im Schrank hinten ist ein Topf voller Geld. Soll mir damit sagen, dass ich klauen soll? Ja. Sie sieht kein Fest in die Augen, ohne die Spur eines Zweifels. Ernst, fährt sie fort. Der Schneider verdient es, dass man ihn ausraubt. Das Geld, das er in seinen Topf habe, sei verdorben. Ich kenne ein Mädchen, eine gute Freundin von mir. Klärt sie weiter. Das ist eine traurige Geschichte. Die Mutter ist gestorben. Der Vater ist in die Hauptstadt gegangen, um Arbeit zu finden und hat sie allein gelassen. Er sollte eigentlich nach 6 Monaten zurückkommen und sie holen. Aber sie hat nie wieder was von ihm gehört. Schon wieder eine Lüge, die aus Sorge geboren ist. Keim fragt ruhig. Wie ist eine Verbindung zwischen deiner Freundin und dem Schneider? Natürlich, sagt sie. Und was für eine, die Wahrheit ist nämlich die. Der Vater schickt ihr, so wie es abgemacht war, jeden Monat etwas Geld, damit sie es leichter hätte. Und er schrieb ihr auch Briefe. Er schrieb, dass er eine gute Arbeit in der Stadt gefunden habe und sie sofort zu ihm kommen solle. Er sei zu beschäftigt. Und ja, sie selbst zu holen, deshalb solle sie zu ihm kommen. Und er schickt ihr auch Geld für die Reise. Aber keiner Brief hat das Mädchen je erreicht. Und das Geld erst recht nicht. Und was glaubst du, ist der Grund dafür? Bevor Keim antworten kann, redet das Mädchen schon weiter. Er macht einen Fehler, schickt die Briefe an das Geld an den Schneider. Und der hat alles für sich behalten. Keim schaut das Mädchen nicht an. Um die eine traurige Lüge aufrechtzuerhalten, hat das Mädchen einen noch trauriger erfunden. Eine Lüge, die einer anderen Person schaden kann. Das ist das Traurigste. Das Schloss an der Hintertür der Schneiderei ist leicht zu knacken, meint das Mädchen und läuft davon, ohne Keims Antwort abzuwarten. Am nächsten Morgen stürmt das Mädchen aufgeregt in den Gemüseladen. Es ruft der Frau und ich Keim zu. Letzte Nacht in der Schneiderei ist eingebrochen worden. Angeblich habe das Mädchen später in der Nacht bei dir einsteigen gesehen, als der Marktplatz leer war. Ach je, sagt die Frau, die mit künstlichen Lächeln, wie schrecklich. Offensichtlich nimmt sie das Mädchen nicht ernst. Aber es ist wahr, ich habe sie wirklich gesehen. Hör mal zu, du kleines Fräulein, ich habe langsam wirklich genug von dir. Du bist eine ziemliche Lügnerin und es macht mir Angst. Wenn ich mir vorstelle, dass du mal Diebe nur Trickbetrügerin nennen könntest. So, ich will jetzt mein Geschäft aufmachen. Geh und nerve jemand anderen. Sie hat kaum zu Ende gesprochen, als von draußen ein Schrei ertönt. Hilfe! Zu Hilfe! Auf der Straße steht der Schneider und brüllt aus vollen Halse. Diebe! Ihr meint mein Geld gestohlen! Das kleine Mädchen stiert sich leise aus dem Laden, als der Schneider reinkommt. Der Marktplatz ist in Aufruhr. Das Mädchen hatte nicht gelogen, so viel ist sicher. Doch da die Leute nur allzu gewöhnt an ihre Lügen sind, ziehen sie nur die Möglichkeit einer anderen Art von Lüge in Betracht. Vielleicht hat sie es getan. Was meinst du?
So kommt er bald ins Rollen, ja? Könnte sein. Sie war schon immer eine gute Schauspielerin. Zutrauen würdig ist ihr. Los, wir suchen sie. Wir werden sie schon zum Reden bringen, selbst wenn wir dabei etwas grob werden müssen. Keiner etwas gegen diesen Vorschlag einzuwenden. Einige laufen zum Lagerhaus, andere beginnen den Marktplatz abzusuchen. Können sie nicht finden, das Lagerhaus ist leer, sie ist mit dem Geld abgehauen. Und während die Marktleute noch weiter wild spekulieren und raten, wird keinem alles klar. Nach allen traurigen Lügen, das Mädchen eine letzte Wahl zurückgelassen. Sie kann doch nicht weit sein. Ja, wir holen sie bestimmt noch ein. Die kleine Diebin, warte nur, bis ich sie in die Finger kriege. Die Männer reden sich in Rage, die Frauen starren sich weiter an. Gut so, verdient hätte sie es. Wir waren immer gut zu ihr. Jetzt seht euch an, wie sie uns dankt. Damit darf sie nicht durchkommen. Ein Dutzend Männer bricht auf, um sie zu verfolgen. Aber Keim baut sich vor ihnen auf und versperrt ihnen den Weg. Hey, geh weg da. Die Männer sind außer sich vor Wut. Achso, die Männer sind außer sich vor Wut, aber Keim weiß, dass er es ohne Probleme mit ihnen aufnehmen könnte. Und sie ihm kein Haar krümmen würden. Stattdessen entspannt er sich ein wenig und wirft den Männern einen Lederbeutel vor die Füße. Das gestohlene Geld ist hier drin, sagt er. Was? Tut mir leid, ich hab's gestohlen. Auf die verwirrten Blicke folgten wütendes Geschrei. Keim hebt seine Hände, um zu zeigen, dass er keinen Widerstand leisten wird. Macht mit mir, was ihr wollt. Ich bin bereit. Die Mühsendlerin boxt sich durch die Männer und schreit ihn an. Wie konntest du es tun, Keim? Ich wollte das Geld. Und das alles. Sagst du es auch nicht nur, um das Mädchen zu beschützen? Die Frau liegt mit ihrer Vermutung nur allzu richtig. Quälend lächelnd dreht sich Keim zum Schneider um und sagt: Das Geld war in einem Topf im Schrank, richtig? Der Mann nickt aufgeregt. Das stimmt! Er muss es getan haben! Das Geld war in einem Topf! Er ist der Dieb! Es war aber nicht nur das Geld in den Topf, habe ich recht? Was sagst du da? Da waren auch Briefe, Briefe vom Vater des Mädchens. Das ist eine Lüge, du bist ja verrückt! Das stimmt aber. Nein, da waren bestimmt keine Briefe! Die habe ich doch alle! Der Schneider schlägt sich die Hand vor den Mund, doch es ist zu spät. Die Gemüsehändlerin starrt ihn entsetzt an. Was soll das da heißen? Fragt sie. Erzähl sofort, was du getan hast. Die wütenden Blicke der Leute wandern von Keim zum Schneider. Einige Tage später kommen im Gemüseladen zwei Briefe des Mädchens an, adressiert an die Damen vom Gemüseladen und den netten Mann darüber. In Keims Brief steht, das Mädchen seinen Vater in der Hauptstadt gefunden habe. Er hat keine Ahnung, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Allerdings fällt es ihm schwer zu glauben, dass ein kleines Mädchen in der großen Stadt seinen Vater, ihren Vater, muss es heißen, ihren Vater so leicht finden kann, ohne die Adresse oder jeden Arbeitsplatz zu kennen. Trotzdem glaubt er ihr, als sie schrieb: Ich bin jetzt glücklich. Menschen sind die einzigen Lebewesen, die lügen. Sie lügen, um Leute zu hintergehen. Lügen, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen und um das eigene Herz vor der grausamen Einsamkeit zu schützen. Gäbe es keine Lügen auf der Welt, würde sich ein Großteil des Unzufriedens und der Missverständnisse einfach in Luft auflösen. Aber vielleicht ist es auch diese Kombination aus Wahrheit und Lüge auf der Welt, die die Menschen dazu veranlasst haben, zu glauben. Als er den Brief zu Ende gelesen hat, dreht sich Keim zu der Gemüsehändlerin um. Sie liest konzentriert den Brief, sieht aber schüchtern aus. Er sieht aber schüchtern auf, als sie Keims Blick auf sie spürt. Ich gebe auf, ruft sie. Hört ihr es an? Ich bin dir unter anderem vom Markt so dankbar für das, was du für mich getan hast. Ich werde euch niemals vergessen. Eine Lügnerin bis zum bitteren Ende. Die Kleine, sagt sie lächelnd mit den Tränen in den Augen. Boah, was eine lange, tiefgründige Geschichte über Lügen. Ja, Lügen werden echt viel benutzt, um sich Vorteile zu verschaffen. Das sehe ich auch so. Ich habe selbst öfter mal gelogen, damals in der Vergangenheit, weil meine Stiefmutter damals immer mich bestimmt hat. Da darfst du nicht hin, da darfst du nicht hin, mit dem und mit der darfst du nicht treffen. Da habe ich einfach Lügen erfunden und dann bin ich aufgebrochen.
ich keinen Bock hatte, ständig unter Arrest zu stehen. Versteht ihr? Ich habe selber mal viel gelogen. Boah, ey, diese Geschichten, die sind so gut geschrieben, ne? Echt. Da fehlen mir die Worte. Richtig toll gemacht. Gut, jetzt brechen wir aber auf zum großen Tor. Schaffen wir schon wieder nichts. Diese Geschichten, das sind richtige Partfresser. Aber ich finde, die sind echt lesenswert. Da steckt so viel Liebe drin, aber ich finde die echt schwer zu lesen. Wegen der Betonung, ne? Man weiß nie so richtig, wer da spricht. Das finde ich echt schwer einzuschätzen. Na gut. Back to the roots. Voll der weite Weg, ey. Ich könnte kotzen. Jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir noch den Aufzug nach unten nehmen. Dann sind wir, glaube ich, da. Und lustigerweise, das ist nicht mal die Hälfte von Ura. Einen großen Teil von der Stadt kann man erst im späteren Spielverlauf erkunden. Ja. Vieles hat man tatsächlich noch nicht gesehen. Sagt der Typ noch was? Wie fange ich das an? Diese Lastenauf, so dieses verzwicktes Ding. Hä? Wo hast du mir den Lift hier benutzt? Komm nicht ohne die Lifts nach oben, aber man kann es leicht vermasseln, wenn man nicht aufpasst. Und da ist hier auch noch dieser Müll drin. Ich muss die Lifts wieder in Bewegung bringen. Hm. Scheiße, das war ein Sidequest, das voll schwer ist. Ah, ist ja wunderbar. Lass mich dir erklären, wie das Ding funktioniert. In drei Hebeln werden die Lifts bedient. Jeder Lift kann oben in der Mitte oder unten anhalten. Wir müssen sie alle hier runterholen. Haha, er hat runterholen gesagt. Verzwickt ist, dass ein Hebel zwei Lifts auf einmal bewegt. Zudem bewegt sich jeder Lift in einen eigenen Rhythmus, nach oben und unten. Außerdem kann man die Lifts nicht beliebig oft bewegen. Also sechs Bewegungen kennen sich automatisch wieder die Ausgangsposition zurück. Das soll zumindest nicht ganz vermasseln. Versuch es einfach mal, wirst du sicher bald herausfinden. Gott, das ist so Try and Error, Professor Layton-Rätsel. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Ich bin ja ehrlich. Okay, müssen wir ein bisschen logisch rangehen. Hebel A erhöht den ersten Aufzug, aber auch den zweiten, das ist blöde. Das war so falsch. Der erste Aufzug ist, glaube ich, jetzt richtig, der ist in der richtigen Position. Nochmal Hebel B vielleicht. Nee. Ich weiß es nicht. Oh, ist das kacki. Oh, ist das blöd. Ich kann kotzen. Ich glaube, ich gucke das im Internet mal. Ich check das nicht, wo die jetzt hin müssen. Ich check wirklich nicht, wo die jetzt hin müssen. Echt nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Tut mir leid. Das ist doch schon wieder voll falsch. Ich könnte heulen. Echt? Ich check das nicht. Ich guck das jetzt nach. Bis gleich, Ian. Mann, ey. Ich könnte heulen. Echt jetzt. Ich könnte wirklich heulen. Ich will nicht mehr. Zu schwer für dich? Entschuldige, dass ich dich damit belästigt habe. Mann, ich will aber wissen, was da oben ist. Echt jetzt. Nervt. Wenn der Typ wenigstens sagen würde, wo die genau hin müssen, ne? Aber jetzt passt es, glaube ich. Wow, beeindruckend, du hast ja im Internet nachgeguckt. Deswegen bist du auf einmal so heftig. Jo, willst Vollzeit arbeiten? Kannst sofort anfangen. Naja, zumindest kann ich endlich das ganze Zeug oben entsorgen. Wenn du irgendwas haben willst, nimm es einfach. Sie ist als Dankeschön für die Hilfe mit dem Lift an. Ich habe es tatsächlich nachgeschaut. Das war mir dann noch ein bisschen zu blöd. Weil wir hatten jetzt schon den Traum, der den Part gefressen hat. Und ja.
Das ist ein cooles Rätsel, Professor Layden-mäßig. Professor Layden mache ich sowas gerne. Da ist die Aufgabenstellung auch ein bisschen klarer meistens. Jetzt habe ich das, um Zeit zu sparen, nachgeschaut. Ja. Muss ich einfach vor Augen führen, was bewirken die Hebel, und die kann man logisch kombinieren. Das ist eigentlich der ganze Trick. Und das alles für eine einzige Truhe? Das ist dein Ernst, Platinum-Schuh? Das muss ja was Gutes sein, oder? Wenn das so schwer zu bekommen ist. Erneuert TP. Wenn Verteidigung eingesetzt wird, ist es kompletter Garbage. Weil das Verteidigungskommando benutze ich tatsächlich nicht so oft. Na gut, dann hätte man das wie in The Ledge of Dragoon, ne? Bei The Ledge of Dragoon war es also, wenn man verteidigt, stellt man ja auch wieder Leben wieder her. Das wäre dann genauso. Naja, schlecht ist es jetzt nicht, je nachdem wie viel das dann wieder herstellt. Das weiß ich halt nicht. Ich bleibe erstmal bei der Krisenverteidigung. Ich glaube, das ist für den ersten Boss des Spiels wichtig. Ja. Belassen wir es erstmal dabei. Passt ja auch. Keim ist ja sowieso so ein Tank. Ein Soldat hat mir erzählt, er hätte seinen Helm verloren. Wo könnte er bloß sein? Durch den Spalt. Was? Was für ein Helm? Ich tue mir leid, ich verstehe echt nicht, was der meint. Ist in den Lift gefallen. Ja, wo soll es denn sein? Es wäre ihm durch den Spalt gefallen, als er im Lift nach oben fuhr. Als er zurückkam, war es weg. Hä? Ich verstehe wirklich nicht, was er meint. Kann man noch da weiter runter? Kann ich das noch nicht machen? Ich verstehe das nicht. Was ist das für eine komische Quest? Wie sie verstehen, verstehen sie gar nichts. Ja, wo soll denn was sein? In den Lift gefallen. Muss ich nicht verstehen, oder? Muss ich wirklich nicht verstehen. Kann ich nicht noch weiter nach unten fahren? Scheinbar nicht. Geht das vielleicht erst später? Was zum Geier? Ich habe das jetzt extra nicht kommentiert. Was ist das denn für ein kryptischer Mist? Zufällig jetzt gefunden. Hä? Muss es einfach replizieren, ne, was der gemacht hat. Er hat den Lift benutzt und dann wieder nach unten und dann kommt der Helm wieder nach unten. Hä? Das ist so seltsam. Hey, ein Soldatenhelm, wo war er? Wow, der Helm hing dort fest. Ich werde ihm den Soldaten zurückgeben. Vielen Dank. Oh ja, richtig. Sollte ich entlohnen. Antidotbrosche. Solange die ausgerüstet ist, können wir nicht vergiftet werden. Ich weiß gar nicht. Kam im ersten Gebiet des Spiels schon ein Giftgegner? Gottes Willen, ey, diese Sidequests. Die haben es echt in sich. Das große Tor von Ura. Ach, Katzi. Warum gehen wir nicht? Wir sollten schon längst unterwegs sein. Ich warte auf jemanden. Was? Auf wen? Es kommt noch jemand mit uns. Ha? Davon weiß ich ja gar nichts. Dann weiß es jetzt. Oh, oh, ihr seid echt toll, Mädels. Hey, danke. Ich danke für die nette Begleitung. Hey, guten Morgen. Ist das der Typ, auf den wir warten? Wow, was für eine Frau. Ich bin kein Glückspilz. Der Typ hat eine Fahne. Oh. Wo warst du denn? Rate mal, ein Mann muss vor seiner Mission bestimmte Dinge erledigen. Und das habe ich getan. Oh, was für ein Idiot. Danke, ihr Süßen. Oh. Oh, danke, ihr Süßen. Es war wunderbar. Der mutige Jensen blickt dem Tod ins Auge.
Tasche für dich, Kurt. Oh, das ist so lieb, ich weiß. Oh, sag jetzt nichts, so wirklich süß. Oh, Mädels, ich vermisse euch jetzt schon. Hey, gib mir noch eine Viertelstunde. Für sie und für sie. Drei Viertelstunden mehr. Das kannst du vergessen, du besoffener Schwachkopf. Hört mal, ihr Herzchen. Wisst ihr was? Ihr könnt jetzt gehen. Hey, danke fürs Herbringen. Ups. Oh, ja, danke. Wie lieb von dir. Oh. Nächstes Mal kannst du mit uns mitkommen, Süße. Hey, Finger weg. Verschwindet. Na los. Oh, das ist aber nicht sehr nett. Bis bald, Mädels. Oh, nicht weinen. Ich komme wieder. Ganz bestimmt. Ich komme wieder. Ja. Toll. Das hat uns noch gefehlt. Ein Klotz am Bein. Hey, hey, sei mal nett. Das ist, ich werde euch noch sehr nützlich sein. Verlass dich doch. Ach, verlassen? Auf Mann, dich? Das ist echt fies. Hey, was ist denn los? Hey, was ist denn los hier? Hey, bist du fertig? Ich glaube, er ist fertig. Mit den Nerven. Was war das denn? Diese Katzchen ist einfach so viel Gold wert. Ey, ich liebe es. Kommt er einfach voll besoffen mit diesen Girls da an. Und dann einfach dieser Spruch, ich musste so schmunzeln, von Seth. Ja, das hat uns so gefehlt. Ein Klotz ab. Oh, der Jensen, der ist so lustig. So, Sterbliche wie Jensen lernen neue Fähigkeiten durch Stufenaufstieg. Also richtig oldschool wie in jedem RPG. Du bekommst Level Up, bekommst neue Fähigkeiten. Bei den Unsterblichen wie Keim ist das aber nicht der Fall. Unsterbliche können durch Fähigkeitsverknüpfung Fähigkeiten Sterblicher lernen. Konfiguriere dir es im Fähigkeitsmenü. Bei der Auswahl in Sterblichen werden alle Fähigkeiten angezeigt. Wähle die zu lernende Fähigkeit, um eine Verknüpfung zu erstellen. Fülle die FP-Anzeige, um eine Fähigkeit zu lernen. Verlangen beim Kampf. Ein Unsterblicher, der Fähigkeitenverknüpfung mit einem Sterblichen wird, erhält für diese Fähigkeit nur FP, wenn beide in einer Formation sind. Vergiss nicht, nach der Verwendung der Fähigkeitsverknüpfung die Kampfformation festzulegen. Fähigkeiten können auch vom Zuhörer erlernt werden. Bei Zuhörerteile verleihen den Nutzer einen Fähigkeiten-Effekt durch das Aufrüsten. Fähigkeiten, die du von Sterblichen lernst, werden erst wirksam, wenn du sie einem Fähigkeitsplatz zuweist. Unsterbliche können die Fähigkeiten anwenden, die Fähigkeitsplätze zugewiesen sind. Vergiss nicht, die Fähigkeiten, die du verwenden möchtest, auf diese Plätze verteilen. Richtig. Das war das Coole bei Lost Odyssey. Die Unsterblichen können von den Sterblichen lernen. Das ist auch schön, dass es schon richtig angeordnet ist, weil Jensen, der hält halt echt nicht viel aus. 150 Energie. Ist halt so ein Zauberer. Er stirbt sehr schnell, deswegen muss er auch nach hinten. Seth ist auch eher tanky, genau wie Keim. Kann nicht zaubern. Bis er mit klarkommt, dann machen wir das doch mal direkt, oder? Fähigkeitsverknüpfung, Jensen. Lernen wir erstmal die weiße Magie, das ist so Heilmagie. Lernen wir erstmal die weiße Magie von ihm. Seth kann das auch machen. Ich versuche die so ein bisschen parallel laufen zu lassen. Und ja, hier haben wir natürlich nur nichts. Die müssen das erst lernen von den Ausrüstungsgegenständen oder von Jensen. Der bekommt dann neue Fähigkeiten nur durch Level-Ups. Richtig oldschool. Tja. Wait, kann ich dir nicht auch einen Ausrüstungs-Dingsbums geben? Nee, komischerweise nicht. Was mit der Ringfertigung? Können wir immer noch nichts Neues? Nee. Gut. Ausrüstung. Seth bekommt den Flammenring, warum nicht? She is on fire. Und sie bekommt... Oh, das ist natürlich wichtig. Ja, sie bekommt Faktenanalyse. Dann sehen wir, wie viel Energie die Gegner haben. Ganz wichtiges Item, ich finde. Wait. Jensen, kann ich doch was geben, oder nicht? Ja. Ich sehe jetzt erstmal die Antidot-Brosche, dann kann ich nicht vergiftet werden. Warum nicht? Das ist eine nette Sache. Ja, sonst kann ich dir nichts geben, oder? Ich glaube, ich kann denen sogar einen Ring geben, aber das Ding ist, haben wir halt nicht mehr. Und ganz ehrlich, was soll ein Magier mit so einem Angriffsring? Das ist halt kompletter Quatsch. Status, Jensen. Da seht ihr, das magische Angriff 221. Hält aber nichts aus, macht wenig Schaden, hat kaum Abwehr. Ja. Zum Scheitern verurteilt, der Typ. Ein Klotz am Bein, wie Seth es schon gesagt hat. Hier nochmal ihre Stats.
sehr ausgeglichen eigentlich, magisch und Stärke. Verteidigung auch eher gering. Also ich ist doch ein bisschen besser als Keim, was den magischen Angriff betrifft. Ist dann doch sehr interessant, aber so eine richtig gute Zauberin ist das halt nicht, ne? Die hat halt nur die Hälfte von Jensen. Deswegen, naja. Gut, ihr Lieben. Können wir jetzt endlich mal ins erste Gebiet aufbrechen nach all den Jahren? Würde mich doch sehr erfreuen. Der ist aber neu. Sturer Soldat Kandan. Du bist also der angeblich unsterbliche Kaimar, ne? Ich hörte, dass du den großen Stab in der Y-Bergen untersuchen sollst. Habe ich recht? Ich muss dich aber warnen, in den Y-Bergen leben bösartige Monster. Auch wenn du wirklich unsterblich sein sollst, die Y-Berge zu überqueren heißt, dem Tod direkt in die Arme zu laufen. Mach mir halt noch mehr Angst. Du hast ja gar kein Vertrauen in einen Unsterblichen. Theoretisch bin ich doch unsterblich. Was soll denn schief gehen? Nur Jensen muss sich Gedanken machen. Du hast nur für Fahrzeuge, immer noch. Der Typ redet auch immer nur das Gleiche. So sind die NPCs im Rollenspiel. So. Was ist das denn für eine cringy Aktion? Kommt ja einfach angefahren? So mit so einem Privattaxi? Also, das ist ziemlich selten, an einem Ort wie diesem auf Reisende zu treffen. Wenn du auf eine lange Reise gehst, ist es ein großes Glück für dich, auf mich zu treffen. Ich habe gerade ein paar neue Waren auf Lager, also wirf einen Blick auf mein Angebot. Ist das der Typ? Ja, das ist der Typ in dem Laden, der nie da war. Hinter dem großen Tor liegt eine gefährliche, vom Monster bevölkerte Gegend. Wenn du dorthin reisen möchtest, sollst du vorbereitet sein. Ich habe alles, was du brauchst, von der Ausrüstung bis zu Arzneien. Ja, und lustigerweise nehmen wir mal ein paar Feuerbomben mit. Fragt einfach nicht. 5-mal Feuerbombe gekauft. Jetzt kann ich mir den Kram nicht mehr kaufen. Ah, okay, Berserkkette haben wir aber auch schon. Diebesarmband und, boah, die Steuerung. Ein dritter Talisman nehme ich mal mit. Schon sind wir pleite, so schnell geht's. Heilung kann man genug, Mana-Kraut, oh. Ja. Und so schnell ist das ganze Geld aus Lost Odyssey weg. So schnell geht's. Ich führe ein kleines, bescheidenes Geschäft in der Stadt Uruma. Wenn du Benzin oder sowas brauchst, komm vorbei. Es würde dir sicherlich gefallen. Willst du nur mein Geld blöd machen? Geldgeiles Sackgesicht. Nö. Leute, the time is now. Komm endlich aus der Stadt Uruma raus. Es hat gedauert, aber es war auch schön. Das wird jetzt die Weltkarte. Ihr seht, die Weltkarte ist riesig. Ach, man kommt doch noch zurück zum Hochland vom Wohl. Ja, aber da gibt's ja nichts mehr. Auf zu den Y-Bergen. Hier ist einer der besten Soundtracks im Spiel, also in den Bergen. Der hier auf der Oberwelt ist auch ganz nett, auf der Weltkarte. Aber hier in den Bergen, oh, ich liebe den Soundtrack. Da wird immer so der Reisweg eingeblendet, richtig schön. Wie die Reise hier in den Bergen weitergeht. Das werden wir jetzt live spielen. Ja. Gucken, ob eine Cutscene kommt mit dem Klotz am Bein. Jensen, der alte Sack. Guckt ihn euch an. F. Die Stats. Grauenvoll. Oh Mann, auf was habe ich mich da bloß eingelassen? Hey, da sollen wir jetzt durch? Da ist kein Weg. Jetzt reiß dich mal zusammen. Wenn du jetzt schon schlapp machst, dann haben wir ein Problem. Wandern ist halt nicht mein Ding. Wenn wir hier durch sind, kommt das Y-Gebirge. Die Berge sind steil und schroff. Das Wetter ist unbeständig. Und da der Boden locker ist, müssen wir auch auf Steinschläge achten. Aber wahrscheinlich wirst eher du in die Schlucht purzeln, als dass es irgendwelche Felsbrocken tun. Sehr witzig. Also, Fürst Gongora hat gesagt, du kannst dich an nichts erinnern, stimmt's? Und dennoch kennst du dich in diesen Bergen aus. Und natürlich denkst du auch jeden Tag daran, dir die Beine zu rasieren. Also für mich hört sich das alles überhaupt nicht vergesslich an. Weißt du wirklich gar nichts mehr? Mein Körper erinnert sich. Wie? Ich glaube, ich bin hier früher schon mal durchgekommen, als ich Piratin war. Und anscheinend kenne ich den Weg durch diese Berge. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist oder ob es nur ein Traum war. Und was ist mit dir? Hat man dir gesagt, was du mal warst?
Gar nichts? Nichts. Na, so beschwingt und fröhlich wie du bist, muss man sich doch an dich erinnern, oder? Ist mir egal. Ja? Auch mein Körper erinnert sich. Woran? Wenn ich mich erinnern würde und das Vergangene unbedeutend wäre, ist es wohl besser, sich gar nicht zu erinnern. Oh ja, das ist klug. Keim, du kannst es nicht erzwingen. Die Erinnerung kehrt langsam zurück und nicht alles war schlecht. Was? Keine Pause? Du hattest doch gerade eine. Na, und was ist mit Wasser? Etwas Obst? Eine Fußmassage? Das wäre doch was. Keim, bist du dabei? Hallo? Ich dachte, jetzt kommt erstmal wieder eine Traumerinnerung. Ja, Jensen, ne? Man sagt, er ist bei den Frauen beliebt. Bei mir ist er auf jeden Fall beliebt, ja, muss ich zugeben. Er ist mega witzig. Auch ein bisschen Obst, eine kleine Pause. Gerade erst angekommen, schon ist er irgendwie erschöpft und müde. Das ist schon lustig, das ist echt witzig. Wir könnten was speichern. Aber das machen wir noch nicht. Ja, das machen wir noch nicht. Eiskalt. Denn ich möchte hier mal kämpfen. Ich glaube, wir beenden auch gleich erstmal ein paar. Ne? Aber so ein kleines Kämpfchen, das ist schon ewig her. Ich kann bestimmt gar nichts mehr. Oh, das sind die süßen Kelolons. Hey, der Feind hat eine Formation gebildet. In einer Formation, die vordere Reihe als Verteidigungsmauer für die hintere Reihe, sodass diese nicht so viel Schaden abbekommt. Ich kann die Synchro nicht so geil machen von Jensen. Tut mir leid. Kelolon, ja, das sind so die Maskottchen von Lost Odyssey. In Final Fantasy gibt es die Schokobo und ja, die Murgris und so. Und das sind hier so ein bisschen die Kelolons. Oder in Dragon Quest ist der blaue Schleim. Hier sind es die. So pilzartige Geschöpfe. Voll witzig. Here we go. Angriff. Angriff. Angriff? Du kannst sehen, wie undurchlässig die Verteidigung der vorderen Reihe ist. Schutzzustand SZ. Die Anzeige links auf dem Bildschirm zeigt den Zustand. Schutzzustand SZ des Feindes an. Die Anzeige rechts oben zeigt den Schutzzustand der Verbündeten an. Warum erklärst du uns das, Jensen? Echt? Ach, die Feinde block ich jetzt, ne? Ja. Ist egal. Ich muss ja irgendwo hinwandern in ihn. Oder muss ich jetzt echt? Ja, meinetwegen kann ich auch hier hinwandern. Der Schutzzustand ergibt sich aus dem gesamten TP der vorderen Reihe. Wenn du die Feinde in der vorderen Reihe angreifst, kannst du ihren Zustand schon. Ah, das ist voll der Zungenbrecher. Ihren Schutzzustand reduzieren. Einfach, oder? Erledige die Feinde in der vorderen Reihe und die hintere Reihe verliert ihre Verteidigung. Oh, ich hab gar nicht gedrückt. Yeah! Hey, gar nicht schlecht. Siehst du, wie sich der Schutzzustand verringert hat? Je höher der Schutzzustand, desto weniger Schaden kannst du Feinden in der hintere Reihe zufügen. Der Schutzzustand auf Null erreicht, wird der angerichtete Schaden nicht mehr verringert. Steh hinten, also schütz mich gut, ja? Episch. Ja, so muss es aussehen. Keim, der ist halt erfahren, ne? Ich habe einfach nicht rechtzeitig reagiert. Ist er jetzt echt in Nahkampf mit Jensen? Oh, sieh mal, sie wirkt ein Zauber. Hier ist ein kleiner Hinweis für dich. Siehst du hier Ablaufanzeigen für Aktionen? Ja, habe ich euch ja schon alles erklärt. Jensen! Tja, du hast den Kerl getroffen, der wollte einen Zauber wirken, ne? Ja, das wird die Zeit, die er zu wirken des Zaubers braucht, verlängert. Selber Zauberinterferenz. Das ist übrigens geil. Wenn man sieht, oh Gott, der bereitet irgendwas vor, so ein Ritual, so ein Zauber, kannst du einfach unterbrechen. Wenn du genug Interferenz erzeugen kannst, könnte der Zauber sogar erst in der nächsten Runde wirksam werden. Na gut, geredet. Können wir wieder zu dieses Gesindel. Das ist echt geil, oder? Die Mechanik, ich mag das. Ist auch irgendwie realistisch. Ja, der hat gar keinen Ring. Toller Angriff, Jensen. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Nicht wirklich. Yay, Seth, Feuerschaden. Einfach weggesnackt. Boah,
das gibt so wenig Erfahrungspunkte. Jensen hockt auch nur auf Level 9 rum. Tutorial Zauber ansehen. Ja, machen wir mal. Zauber können in Läden gekauft oder bei Stufenaufstieg erlernt werden. Die Zauber können nicht automatisch angewendet werden. Zauber können nur angewendet werden, wenn du über die benötigten Fähigkeiten verfügst. Genau, das ist die schwarze Magie. Die Liste erlernen Zauber kannst du im Menü Zauberbuch ansehen. Hier werden auch die erforderlichen MP, Zauberzeit und hierfür befähigte Charaktere angezeigt. Die Buchstaben zeigen Zaubergeschwindigkeit innerhalb einer Runde an. S ist am schnellsten und von A bis H wird sie langsamer. Zeit steigt an, wie viele Runden vergehen, bis der Zauber wirkt. Ja, eigentlich relativ logisch. Und Seth kann halt noch gar nicht zaubern, so sieht's aus. Sad life. Ja, aber ich würde sagen, das war's erstmal für heute mit Lost Odyssey. Richtig geil, wir können auch einmal reinspicken ins Zauberbuch, interessiert euch bestimmt auch. Also wir haben die Heilung, wir können Gift heilen. Das kann halt Jensen, der weißen Magie. Und Jensen kann auch die schwarze Magie. Feuer und Luft, Wasser und Erde haben wir noch nicht. Was Geistmagie ist, das müssen wir noch abwarten. Ja. Und die Formation könnt ihr ändern, aber das ist natürlich perfekt, weil Jensen halt sehr schnell stirbt, der muss nach hinten. Die Tanks nach vorne, die vier aussäulen. So ist zumindest mein Gedanke. Wie sieht es mit der Fähigkeit aus? Da müssen wir sehr oft rein switchen und halt schauen, wie sie das entwickelt hat. Lernfortschritt 2 von 5. Es wird auch immer angezeigt, wenn wir es erlernt haben. Da müssen wir einfach geduldig sein. Ja, voll schön. Ist doch ein toller Anfang, oder? Wie ist hier bei Y-Bergen beim ersten richtigen Beat das Spiel zweite geht? Das werden wir beim nächsten Mal rausfinden. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne pausieren und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei Lost Odyssey. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!